Willkommen zurück zu Alan Wake. Ich bin Mr. Cuttafee, euer Let's Playendes Kaninchen. Und die Dunkelheit hat uns ziemlich viel entgegengeworfen und sie wirft uns immer noch viel entgegen. Boote. Waggons. Autos. The Darkness. Fears. Was? The Darkness? Fears? Worse for face, ach so. Und schon wieder dieses Atmen. Interessant, das kommt immer, wenn ich da, wenn ich dort bin. Das fällt mir jetzt auf, nach fast 60 Folgen. Pumpgun. Sehr schön. Mehr Munition. Nachdem wir so viel verbraucht hatten beim letzten Mal, da kann ich runterhüppen. Was steht hier noch? The Darkness Control to Taken. Hast du zu Informationen? Die weiß ich. Natürlich. Okay, dann umschauen. Dort. Ach, whatever. Hieronymo. Umschauen ist für Weicheier. Okay. Okay, hier fehlt Strom. Schon mal eine Aussage. Üppä! Thema Strom. Das wird er dann bestimmt nicht gut bekommen, in Strom reinzurennen. Es bekommt wenigen Menschen gut, einen Strom reinzuholen. Oh, Granate. Nehmen wir natürlich mit. Ja, die meisten Menschen sind irgendwie allergisch gegen Strom. Ganz komisches Verhalten. Verstehe ich auch nicht. Kann ich absolut nicht nachvollziehen. Kann ich das Schild hier lesen? Ein bisschen ablenken? Nein, natürlich nicht. Hier gibt's keinen Strom. Die Strommasten sind kaputt. Oder ist das hier ein Notstromaggregat für die ganze Anlage? So schnell möchte ich mir auch mal Sachen aufheben können. Das ist vermutlich so eine Sache, wenn man panisch ist, kann man so schnell aufheben. Ja, das war ein Kettensägenherr. Ach du Scheiße. Hallo, der Herr. Ganz ungut, ganz ungut, ganz ungut, ganz ungut. An sich ist die Position super, weil ich halt da ein bisschen sicher stehe. Alter Axtmensch hier. Oh, noch langsamer. Oh, mach hin, mach hin, mach hin, mach hin, gib. Boah. Was eine panische Situation. Na. Oh. Ich hab mal die Lampen kaputt gehen lassen.
Nachdem Zane weg war, stand ich allein in dem wogenden Traum, der dieser dunkle Ort war. Ich musste einen Weg zur Hütte finden. Ich hatte mir im Manuskript einen Weg durch diesen Ort geschrieben. Ich folgte der Idee eines Weges. Ich hatte mich über den Ozean geschrieben, der mir den Weg versperrte, und so gab es eine Brücke zur Insel dahinter. Die Vorstellung der Hütte flackerte in der Finsternis unter Wasser. Ich wollte, dass die Hütte real war. Also war sie es. Das gibt uns auf jeden Fall schon mal ein bisschen Einblick in das, was kommen wird. Und wir müssen dort hinten durch diesen Schacht, den wir gerade gesehen haben. Diese Tür ist zu. Kehren Sie um. Ja. Och, weißt du. Whippity! Oh, sorry, das war ein bisschen laut. Der kam aber unerwartet. Der freundliche Herr vom Nachbarschaftsverein hier. War ich kurz ein wenig überrascht, bist erschrocken. Naja. Und du stehst hier wach, oder was? Hallo. Kein Herz. Nee, warte mal. Du hattest kein Herz, genau. Ich war noch nie gut im Gehorchen. Alter, hör bitte auf, hier Stahlträger durch die Erde zu treiben. Das macht die Erde kaputt. Ich weiß nicht, ob es gut ist, den kaputt zu machen. Ja, der Zauber von Ost, da gab es ja eine Vogelscheuche, die ein Herz wollte. Ach. Ihr seht das da im Hintergrund, ne? Spiel das so ein Eierwandern? Na gut. Auf in den Kampf. Alice hat sie nie geliebt. Oh Gott. Ich hab grad überlegt, ob ich die Folge hier mal cutte, um dann in der nächsten Folge den kompletten Kampf zu haben. Aber ich bin erst bei 9 Minuten. Und das wäre, glaube ich, zu kurz. Eine 9 Minuten. Folge wäre, denke ich, zu kurz. Ich soll den Tornado besiegen. Solange es kein Sharknado ist. Fantastisch schlechter Film. Wenn ihr mal richtig schlechten Film gucken wollt, Sharknado. Dunkelheit. Hier, ich unterhalte mich gerade mit meinen Zuschauern über schlechte Filme. Jetzt kannst du mir hier nicht mit Autos entgegenkommen, ja? Du Schande. Hier, schön immer von Deckung zu Deckung rennen. Wobei das natürlich so eine Sache ist, Teile der Deckung kann sie auch als Waffe verwenden.
Boah. Wirf mal noch ein bisschen was, dann hast du weniger Munition nachher. Ach du Scheiße. Da ist eine. Die ist da in der Mitte, seht ihr das? Die steht da auf einem Boot. Okay, ich sehe noch Krähen als Waffe. Das muss ich hier mal gucken. Ich bin gerade ein bisschen leise, weil ich mich jetzt hier echt gerade konzentrieren muss, weil ich nicht sehe, weil ich hier echt wenig sehe, was gerade Waffe von ihr ist. Was einfach nur Umgebung ist. Und weil sie mich ja auch ständig mit ihrem Kram hier bewirft. Und ich um mich herum ständig Stimmen höre. Ja, sorry, das habe ich nicht gesehen. Dass da unten ein Loch ist, habe ich nicht gesehen. Tschüss. Okay. Keine Chance. Ach du. Ernsthaft? 27 Millionen Tornado-Munition. Ich versag nicht. Denn ich habe die Macht. Es ist in ihrem Kopf. Das kann natürlich gut sein. Sie bilden sich das ein. Das kann auch sehr gut sein. Aber wie wir alle wissen, Einbildung ist auch eine Bildung. Baby, du hast nur schlecht geträumt. Es war doch nur ein Albtraum. Nein. Alles in Ordnung. Du bist nun daheim. Das war kein Traum. Alles ist gut. Mach das Licht an. Mach das Licht an! Ruhig, Baby. Der Strom ist weg. Es gibt kein Licht. Komm wieder ins Bett und ich lasse dich deine Furcht vor der Dunkelheit vergessen. Meine Furcht? Das ist deine Furcht. Warum hast du keine Angst? Du bist nicht Alice. Mach sofort das Licht an. Der Klicker, was hast du damit gemacht? Alan, Liebling, du träumst ja noch halb. Du redest nur Unsinn. Komm wieder ins Bett. Wow. Das war auch echt gruselig, wie da hinten die Dunkelheit dort aus dem Fenster, wie wir am Fenster entlang hochgekommen ist. Krasse Katze. Tja. Und ob wir den Klicker wiederfinden, ob wir die Dunkelheit bezwingen können, ob das dort drüben wirklich nicht vielleicht doch alles ist, das alles erfahren wir in der, vielleicht schon in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen.
Und wir sehen uns dann wieder. Bis zum nächsten Mal. Euer Let's Play in das Kaninchen. Tschüss.